Heute haben wir mal wieder ein Stativ im Test, mal wieder ein Reisestativ, mal wieder aus Carbon, diesmal allerdings deutlich günstiger, und zwar das K&F Konzept TC2534 für gerade mal 125 Euro. Das ist aber für ein Carbon-Stativ wirklich nicht viel, vor allem inklusive Kugelkopf. Gucken wir doch mal, ob es für das Geld ordentliche Qualität gibt oder auch nicht. Das K&F-Konzept TC2534 ist ein ziemlich leichtes Reisestativ mit 1,5 Kilogramm inklusive Kopf. Und der ist auch schon das Schwerste an der ganzen Geschichte. 430 Gramm bringt allein der Kopf auf die Waage. Sehr massiv, sehr groß, soll auch bis zu 10 Kilo halten. So viel habe ich jetzt nicht draufgepackt, einfach weil ich keine Kamera-Objektiv-Kombination plus Zubehör hätte, die irgendwie so viel wiegen würde. Aber auch mit wirklich schweren Sachen, sprich mal ein Teleobjektiv dran, da kennen ihr aus 5D, das sind schon mehrere Kilo. Alles kein Problem, hält sehr stabil, jetzt hier auch gerade mit der GH5 schon nicht die kleinste DSLM, die drauf ist. Alles wirklich bombenfest. Ihr könnt auch unten dran noch einen Rucksack ranhängen, also auch noch für ein bisschen mehr Gewicht sorgen und den Schwerpunkt nach unten ziehen, was sehr gut ist. Denn die Beine oder sage ich mal ab den Stativstern nach unten, das wiegt wirklich nicht mehr viel. Ein Bein bringt knapp 230 Gramm auf die Waage, sprich in etwa so 600 Gramm hier unten. Bisschen Stativstern und dann ganz viel Gewicht hier oben. Das ist so für mich der einzige Nachteil, dass der Schwerpunkt sehr weit oben liegt und für mich der Stativkopf ein bisschen größer ist, als es eigentlich sein müsste. Da zum Beispiel Vanguard nochmal knapp 200 Gramm eingespart, was eben schön wäre und das Ganze kompakt auch im Transport macht. Aber sonst wirklich keine großen Kritikpunkte dran. Top verarbeitet, schöne Materialien, Carbon für die Beine und auch nochmal hier für die Mittelstange, sonst größtenteils Aluminium und Magnesium mit drin. Schön gemacht. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, sind die Befestigungsklemmen. Bei einigen hat man so ein bisschen das Gefühl, als wäre noch ein bisschen Öl einfach mit dabei. Sonst aber wirklich von der Verarbeitung sehr gut gemacht. Für 125 Euro schon mal ein sehr schönes Paket, das K&F da geschnürt hat. Eine schöne Sache noch, ihr habt in dem Dreibeinstativ auch noch ein Einbeinstativ mit drin. Ihr könnt einfach ein Bein hiervon abschrauben, macht dann den Kugelkopf oben drauf oder irgendeinen anderen Kopf, den ihr vielleicht eh noch bei habt, und habt dann eben schnell noch ein Einbeinstativ, zum Beispiel für Teleaufnahmen ein bisschen, da nutzt man das ja doch ganz gerne im Sport, da man flexibler ist, aber eben das Gewicht nach unten abstürzen kann. Finde ich auch noch ein nettes Detail, bieten auch nicht viele andere Firmen mit an. Übrigens auch noch mit drin, trotz der nur 125 Euro UVP, eine Stativtragetasche, also das hier auch noch alles mit drin. Dementsprechend für 125 Euro wirklich ein gutes Paket, das K&F Konzept da rausgebracht hat. Qualitativ minimale Mängel, eben einfach nur mit dem bisschen Schmierfilm, den ich da dran hatte. Aber ich denke, damit kann man gerade noch leben, da andere Carbon-Stative locker das Doppelte kosten können von Markenherstellern. Und wie gesagt, bisher sehr guten Eindruck, alles schön massiv gebaut. Langzeittest, schauen wir mal, kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Vielleicht haben sich ein paar von euch schon länger im Einsatz. Gerne einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das K&F-Konzept TC2534 schon habt. Sonst auch eure Meinung dazu unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Video. Tschüss.